Im Freien darf auch ohne den Corona-Pass Platz genommen werden. Angekündigt war das anders. Die Landesregierung ist zurückgerudert und das ist auch gut so, denn es hätte überhaupt keinen Sinn gemacht, im Freien auch noch Tests und andere Nachweise zu verlangen. Ich gehe sogar so weit, dass wir aufgrund der guten Impfzahlen, die wir haben, aufgrund der Sommermonate, die jetzt anstehen, und wir wissen, und das bestätigen auch die Virologen, dass im Sommer die Zahlen einfach zurückgehen, das wissen wir auch aus dem letzten Jahr, dass wir auch im Bereich der Gastronomie, auch innen in ein normales Leben zurückkehren müssen.